Heute geht es nach Vorpommern, genau genommen nach Anklam. Und es geht darum, dass wir heute Steuergeldverschwendung verhindern wollen. Also hier ist noch etwas zu retten. Schauen wir uns das genau mal an. Willkommen in Anklam. Hallo. Hallo. Wir sind in Anklam angekommen und bei mir sind meine charmanten Kolleginnen vom Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern und Cookie. Wir haben hier einen Fall, wo es noch keine Steuergeldverschwendung gibt, oder? Mit der Betonung auf noch nicht, ja. Noch nicht. Mhm. Dann schauen wir uns das mal an. Machen wir. Auf geht's. Wir stehen vor einer Kirche und vor dem Denkmal von Otto Lilienthal. Er ist der Luftfahrtpionier. Was hat das alles hier mit unserem Fall zu tun? Genau, wir stehen vor der Nikolaikirche in Anklam. Hier soll das neue Museum für Otto Lilienthal entstehen. Das ist aber eigentlich gar nicht das Problem, oder? Das ist es nicht. Also es gibt das Otto Lilienthal Museum schon, das braucht neue Räume und die soll es hier finden und das ist auch gut. Das Problem ist der Turm, der in Zukunft auf diese Kirche draufgebaut werden soll. Aha, ich habe mir das mal angeschaut. Das ist ja ein richtig heftiges Projekt. Sehr, sehr ambitioniert. Wie teuer ist denn sowas? Also es geht nach alten Planungen um ca. 24 Millionen Euro. 24 Millionen Euro, das muss aber die Stadt nicht alleine zahlen, oder? Nein, aber der Eigenanteil der Stadt liegt bei ca. 8 Millionen. Auch schon sehr, sehr viel Geld. Aber ich weiß auch, dass die Förderungen gar nicht zugesagt worden sind, oder? Siebenmal haben sie sich beworben, bis dato um Fördermittel. Bis jetzt haben sie noch nichts bekommen. Dann steht natürlich in Frage, was soll jetzt passieren? Und was soll passieren? Sie sollen es einsparen. Macht es machbar, das Projekt, ist unser Credo. Und wir denken, auf den Turm sollte verzichtet werden, so in der Form, wie er jetzt geplant ist. Also in Anklam geht es darum, Steuergeldverschwendung zu verhindern. Hier ist noch nicht das Kind in den Brunnen gefallen, sprichwörtlich. Verzichtet hier auf diesen sehr ambitionierten Turm, spart Steuergeld und stellt dieses Projekt, was eigentlich sehr sinnvoll ist, endlich kostensparsam zu Ende.